Servus. Da es die letzten Tage nicht besonders schön war, ja, so wie heute auch, bin ich ein bisschen gefahren, nicht viel mehr, das täuscht immer. Das sind so 200, 250 Kilometer nur. Naja, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wie das da heißt. Hat per Google Maps eigentlich ganz toll ausgeschaut, aber irgendwie, ja, man sieht ja, hat schon bessere Tage gesehen. Geh jetzt zum Wohnmobil zurück und machen wir erst einmal was zum Essen. Jetzt weiß ich auch, wo ich bin. Heute bin ich nur 4 Kilometer weiter gefahren. Eigentlich wollte ich bloß nebenan in einen Campingplatz, weil ich Wasser brauche. Mein Abwasser loswerden wollt und so weiter. Und eine Dusche wäre auch nicht schlecht. Eine wirklich heiße Dusche mal wieder. Aber der Campingplatz hat zu gehabt. Naja, gut. Jetzt bin ich halt ein paar Kilometer weiter gefahren. Hab hier diesen Platz hier gefunden. Und ich bin total fertig von gestern. Ne? Der Platz, den ich gehabt habe, der war zwar leise und dunkel, aber ich habe wahnsinnig viele Mücken gehabt und ich habe fast nicht geschlafen. Das Recht sind natürlich heute, ich bin total lustlos und schlapp, aber habe auch nichts gemacht heute, wenn ich ehrlich bin. Aber jetzt gehe ich, ja, was ist da? Eine Hochzeit am Strand. Hier sind alle Hochzeiten immer am Strand. Aber klar, bietet es ja auch. Servus. Ja, ich bin jetzt auf den Campingplatz gefahren. Bin jetzt ziemlich hoch oben im Norden. Nordwest, der letzte Zipfel eigentlich. Nordwestlich. Und stehe da vor so einem, ich glaube, es ist wieder ein Nationalpark. Ich schau mal, wie der heißt. Schon geil. Ja, jedenfalls habe ich meine Sachen jetzt aufgefüllt. Wasser. Toilette entleert, meinen Grauwassertank entleert und jetzt gehen wir an den Strand. Halleluja, ist das windig!
Jetzt habe ich zufälligerweise angehalten, weil ich pinkeln habe müssen und habe da diese Schiefertafeln hier entdeckt. Schon cool hier. Die sind voll schwer. Ich habe gesehen, dass da einige Häuser noch mit den Schiefern da gedeckt werden. Ja, und ich schätze mal, das ist einer, der schneit es da her. Ja, nicht schlecht. Und da bin ich jetzt. Da nicht.